Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Heute werden wir uns der großen Taktikerin Robin stellen. Und ja, ich werde das mit einem OP-Team in der ersten Runde machen, also auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Und hier haben wir zum Beispiel noch den Schwierigkeitsgrad normal, weil bei den anderen gab es da nur noch schwer und extrem. Was da dem zugrunde lag, weil ganz am Anfang hatten ja die meisten noch gar nicht so hochgelevelte Charaktere. Und da war 35 mehr als nur ausreichend als, ja, höchstes Level, um Probleme zu kriegen beim Spielen. So, ich werde mich dann mal direkt in den Kampf werfen bzw. stürzen und mir meine Taktik on the fly, sagen wir mal, ausdenken. So ein bisschen habe ich natürlich schon so eine Überlegung, was ich machen möchte, aber ich weiß immer nicht, wie das mit den Helden sich so durchführen lässt. Und ihr habt ja gesehen an dem Ausrufungszeichen, dass ich diese Map jetzt zum ersten Mal spiele. Also zumindest auf dem Account. Naja, und am meisten Sorgen bereiten mir hier wieder die Zauberer. Sie haben auf jeden Fall gute Verteidigung. Und die Spezialfähigkeit, ja, Leuchtfeuer, da hoffen wir mal, dass wir sie nicht abkriegen. Let's go. Ich versuche am besten mit AD zu tanken und ansonsten Schaden auf Distanz rauszuhauen mit Lucina. Naja, und wie immer machen wir die Gefahrenzonen rein, damit wir wenigstens sehen, wo es denn anfangen würde, eklig zu werden. Oh, Spring. Alright. So, eine erste Positionierung, unser Helm. So, mit einem Schritt werden wir auf jeden Fall sehr viele auf uns ziehen. Und ich hoffe tatsächlich, dass es reicht, dass wir mit AD überleben, wenn wir ihn jetzt hier oben hinsetzen. Okay. Ich lasse Olivia folgen, damit sie auf jeden Fall später an ihn rankommt und ihn vielleicht da rausholen kann. Oder setze ich Lucina jetzt direkt schon vor? Ja, dann würde sie ihn mitnehmen. Ich glaube, es wäre schlauer, wenn sie... Ja, aber dann könnte sie auf jeden Fall schon mal Platz machen, falls Eddie da wieder weg muss. So, er nimmt auf jeden Fall, wie er hofft, ziemlich wenig Schaden. Und den ersten Gegner haben wir direkt hier platt gemacht. Aber da wird der Schaden auch schon meiner Meinung nach zu viel. Und ich setze ihn tatsächlich, glaube ich, wieder zurück. Oder... Okay, so oder so. Er kann auf jeden Fall nur zwei mit seiner Spezialattacke treffen. Sie gehen auf jeden Fall beide down. Jetzt ist die Frage, sollte ich es riskieren? Ich glaube, ich spiele tatsächlich riskant. Und versuche zumindest für... Also jetzt Chrom so zu platzieren, dass er für den Lanzenritter da unten den Weg zu AD hoch blockiert. Und dann setze ich alles darauf, dass der Magier und Female Robin nicht zu viel Schaden auf mich machen. Mal gucken, ob das funktioniert. Und es hat nicht funktioniert. Schade. Ja gut, da habe ich zu viel gewollt. AD kann natürlich nicht allzu viel tanken. Aber ja, aus solchen Fehlern lernt man, finde ich. Deswegen finde ich das so gesehen auch gar nicht schlimm. Man könnte es natürlich besser spielen, aber ja. Kann natürlich auch ein bisschen ausprobieren. Vor allen Dingen, wenn ich nicht so das Mathe-Genie bin. Das wäre natürlich auch eine Variante, direkt hier drauf und ihn angreifen. Ich bin einfach neugierig, welche Helden dann auf ihn anspringen. Deswegen, ja. Und ich setze tatsächlich diesmal schon Lucina hier vor.
Mal schauen, was passiert. Oh oh. Eieieiei. Auf jeden Fall eine ganz knappe Geschichte. Ah. Eddie, du musst auf jeden Fall hier raus. Ja, du musst da auf jeden Fall weg. Du hast jetzt mit dem Kampf absolut nichts mehr zu tun. Okay. Jetzt ist die Frage, wohin mit dir? Da kriegst du 2 Hits ab. Das wäre nicht so schön. Und 8 Schaden kannst du von mir bekommen. Vielleicht tatsächlich sogar erstmal warten, bis die anderen näher kommen und gucken, was passiert. Okay, das geht tatsächlich noch. Alright. Tauschst du erstmal mit Chrome. Ist die Frage. Chrome auf jeden Fall da wieder raus. What a season. Und, oder lassen wir ihn. Er könnte zur Not auch noch ein bisschen tanken. Aber nee, da kommt der Feuermage. Da wird ihn so oder so. So, ich weiter in Sicherheit und hoffen, dass wir... Ach, das finde ich nett, dass es so kommt. Damit kann ich auch gut leben. Spring has sprung. Okay. Ich würde sie zwar gerne woanders stehen haben, aber... Alright. Vielleicht geht das ja tatsächlich gut. Oh, 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 oh. Lucina, du hast auch nicht so die tolle Resistenz. Bitte mach mir jetzt keinen Quatsch. Tatsächlich macht sie mir keinen Quatsch. Aber für Olivia wäre es fast nicht gut gelaufen. So, noch Platz und genau. Na schön, so geht's natürlich auch. Mal was anderes, einmal ein bisschen riskanter gespielt und gesehen, so ja, auch wenn man ein gutes Gefühl hat, sollte man es nicht übertreiben, aber ja. Mehr als 2 bis 3 Versuche sollte man da eigentlich nicht unbedingt brauchen. Und normalerweise kann man es auch im einen schaffen, wenn man nicht nur, weil man gnadenlos überlevelt ist, das Gefühl hat, so ach ja, kann ich halt ein bisschen mehr riskieren. Oh, diese ganzen Quests. Ah, ja gut, das wäre dann das erste Level gewesen, beziehungsweise die erste Schwierigkeitsstufe. Normal auf Level 25. Ich hoffe, trotz sehr unüberlegten Strategie zuvor war der Part trotzdem ganz okay. Und ja, wenn ihr andere Strategien habt, die euch direkt einfallen oder was ihr eher empfehlen würdet, wie man da rangehen kann, lasst es mich ruhig wissen. Ich spiele natürlich nicht optimiert, weil ich nicht so viele Helden hochgespielt habe. Wenn ich wüsste, so man könnte mit, keine Ahnung, mehr mit Wegziehen arbeiten, man könnte mehr mit Buffs arbeiten. Das habe ich mir alles, ist alles irgendwo mit im Hinterkopf drin, aber wie gesagt, optimiert spiele ich noch nicht. Aber vielleicht kommen wir da ja nochmal hin. Natürlich wäre es mein Wunsch und mein Ziel, weswegen ich versuchen möchte, möglichst viele Charaktere hochzuspielen. Auf vielen Accounts, weil ich kriege ja nicht auf jedem Account alle Helden. Ja gut, okay, ich denke, ich habe jetzt genug geschwafelt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für euer Interesse und hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Liebe Grüße, eure Kyoko.